Vorher sind wir bei Familie Krause in Leipzig-Pegau. Mutter Nicole mag es ordentlich. Doch für manche Dinge fällt es ihr schwer, hier einen passenden Platz zu finden. Ja, das ist unser Problem. Dinge wie Putzeimer, Staubsauger und Werkzeug liegen im Hauswirtschaftsraum in der Ecke. Das Problem, die unterschiedlichen Größen. Ist nicht ein Regal stellbar und ein Schrank möchte ich mir ungern hier reinstellen, weil es einfach wieder sehr viel Volumen hat. Eine mögliche Lösung hat Tüftler Ihab Pfleger. Er hat etwas erfunden, das flexibler ist als ein handelsübliches Regal. Diese kleinen Schaumstoffteile sollen Gegenstände jeder Form und Größe halten. Und dann, wir haben die Gegenstände, wie die normalerweise keinen Platz haben und die immer danach suchen. Und einfach dann können wir so tun, egal wie das aussieht, Fernbedienung, Handy und so sieht aus dann. In die kleinen Schaumstoffhalter hat Ihab Pfleger ein Schraubgewinde eingebaut. Die Bodenplatte besteht entweder aus Eichenholz oder Kunststoff. Damit ein Regal draus wird, dreht der Tüftler die weichen Halter in die Bodenplatte ein. In den Zwischenräumen ist Platz für alle möglichen Gegenstände. Aber kann das auch Nicole Krauses Problem lösen? Also ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, dass wir das mal umsetzen bei uns. Schließlich liegen hier keine kleinen Dinge wie Schlüssel oder eine Fernbedienung. Nehmen wir erstmal diese Verbindungsteile raus. Um das Regal für größere Gegenstände zu erweitern, hat der Ulmer sich etwas überlegt. Mit einem Verbindungsstück kann er sein Regal beliebig vergrößern. Eine zusätzliche Sicherung hilft dabei, dass die beiden Platten nicht verrutschen. Befestigt wird das Konstrukt mit Schrauben und Akkuschrauber. Dann können die Schaumstoffteile rein. Aber die Montage ist schon sehr einfach. Ich dachte, dass es relativ hart und starr ist, aber die sind ganz weich. Lässt sich super gut eindrehen. Also ich finde es wirklich spitze. Doch hält es auch das alles? Und das jetzt hier dran stecken. Ja. Cent. Rund 3 Kilo soll jedes einzelne Brett halten. Staubsaugeraufsatz und Putzutensilien mit dünnem Stiel passen problemlos in die Zwischenräume. Bei breiteren und unhandlicheren Gegenständen kann Nicole Krause einzelne Pins herausdrehen, um Platz zu schaffen. Ich dachte wirklich, dass wir für das, was hier liegt, wirklich fast die ganze Wand brauchen. Dass es nur so ein kleiner Bereich ist, das hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht gedacht. Also, nee, das finde ich super. Alles, was bisher auf dem Boden stehen musste, hat jetzt einen Platz an der Wand gefunden. Das alternative Regal eignet sich aber auch für andere Räume und Gegenstände. Zum Beispiel in der Küche. Für empfindlichere Oberflächen kann man es mit doppelseitigem Klebeband anbringen. Ganz ohne Bohren und Schrauben. So bekommt auch Sohn Vince jetzt ein neues Steckregal in sein Kinderzimmer. Geschafft. Geschafft. Herr Krause, was sagen Sie dazu? Ich find's schick. Es hat was. Tüftler Ihab Pfleger verkauft seine Idee über seinen Online-Shop. Abnehmer kommen mittlerweile aus der ganzen Welt, unter anderem aus den USA, Japan und Südkorea.